Herzlich willkommen in der Machbar Academy. Mein Name ist Sönke und heute, da legen wir einen Teich an. Wie das richtig geht, das zeigt der Stefan mir und damit auch euch. Viel Spaß dabei. Das Anlegen eines Gartenteichs ordnen wir in die Kategorie 3 von 5 ein. Je nach Größe benötigt ihr hier 1 bis 2 Tage und am besten arbeitet es sich mit einem Freund oder einer Freundin. Im ersten Schritt solltet ihr einen passenden Ort für den Teich markieren und den Bereich ausheben. Hiernach legen wir eine Schutzschicht aus Sand an und setzen das Becken ein, bevor es mit der Teichpumpe weitergeht. Schließlich bepflanzen wir auch schon die Sumpfzone und dann sind Tief- und Flachwasserzonen an der Reihe. Und jetzt geht's auch schon los. Der richtige Standort für euer Teichbecken will gut gewählt sein. Haltet euch fern von großen Wurzeln und setzt den Teich nicht zu nah an Gebüsch oder Bäume, denn sonst müsst ihr täglich die Blätter aus dem Wasser keschern. Achtet auch auf die Ausrichtung des Teiches. Er sollte nicht den ganzen Tag in der prallen Sonne stehen. Das ist ein wichtiger Faktor der Algenbildung. Der Platz hier sieht doch schon mal gut aus. Wir drehen das Becken um und markieren dann den Umriss mit Sand. Je nachdem, welche Form euer Teichbecken hat, müsst ihr daran denken, dass sie dann natürlich spiegelverkehrt ist. In unserem Fall ist das aber kein Problem. Jetzt nehmt ihr den Spaten in die Hand und stecht den Boden rundum ein. Haltet dabei zusätzlich einen Abstand von 10 bis 15 cm zur Markierung ein, um beim Ausschachten etwas Spiel zu haben. Von der Innenseite wird der Boden dann im gleichen Abstand angestochen. Und dann könnt ihr die Grasnarbe Stück für Stück abtragen. Diese solltet ihr separat sammeln, um sie später wieder zu verwenden oder zu kompostieren. Sobald der Bereich frei von der Grasnarbe ist, stellen wir das Becken nochmal rein und kontrollieren die Form. Falls nötig, könnt ihr hier und da noch Anpassungen vornehmen. Soweit, so einfach. Stimmt, aber jetzt geht's erst richtig los. Die Erde muss natürlich auch noch abgetragen werden. Und zwar erstmal auf die Tiefe des Randbereichs, um die sogenannte Sumpfzone zu erstellen. Um am Ende bündig mit der Rasenkante zu sein, müsst ihr die einzelnen Stufen 5 bis 10 cm tiefer ausgraben. Denn zum Schluss wird noch eine Ausgleichsschicht mit Sand eingefüllt. An unserem Becken könnt ihr sehen, dass es in verschiedene Zonen eingeteilt ist. Diese sind bei einem solchen Fertigbecken nicht ganz so ausgeprägt, wie man es bei einem Folienteich selbst modellieren könnte. Auf unserem Kanal haben wir aber auch ein Video zu einem größeren Folienteich für euch. In der Sumpfzone sollen Teichpflanzen wachsen, die einen niedrigen Wasserstand benötigen und für Sauerstoff im Wasser sorgen. Wenn euer Teichbecken schräg verlaufende Innenwände hat, solltet ihr die Wände der Grube ebenfalls schräg anlegen. Besonders harte Stellen oder Wurzeln bearbeiten wir vorher mit der Spitzhacke und dann ist auch das machbar. Wenn ihr das Becken nun nochmal auf Position bringt, könnt ihr die bisherige Tiefe überprüfen und die Tiefe der Flachwasserzone und der Tiefwasserzone ausmessen. Am besten markiert ihr anschließend den Umriss erneut, um gleich nicht die komplette Fläche auf Beckentiefe ausheben zu müssen. Nun wird wieder der Spaten geschwungen und die Erde weiter abgetragen. Denkt jetzt aber trotzdem wieder daran, das Loch 10 bis 15 cm breiter zu machen, als das Becken groß ist. So habt ihr später mehr Spielraum, um die Schutzschicht aus Sand einzubringen. Sobald die benötigte Tiefe erreicht ist, prüft, ob der Grund waagerecht ist. Passt bei uns. Und wenn ihr ebenfalls zufrieden seid, könnt ihr jetzt die Wanne wieder in die Grube setzen und prüfen, wie gut sie sich einfügt. So, ein bisschen fehlt hier noch. Wir nehmen also noch kleine Korrekturen vor und dann kann es weitergehen. Damit das Becken von unten durch ein Fundament gestützt wird, bringen wir als nächstes eine ca. 5 bis 10 cm dicke Schicht aus Sand ein. In die Schicht sinkt das Becken später ein, wenn es mit Wasser befüllt wird. Schüttet den Sand dafür in die Grube und verteilt ihn gleichmäßig mit der Schaufel. Mal nachmessen, ob wir uns im richtigen Bereich bewegen. Sieht gut aus. Dann können wir die Sandschicht jetzt mit den Füßen ordentlich feststampfen und verdichten. Wir verwenden dafür übrigens normalen Spielsand. Und damit diese Ebene und die folgenden auch so gerade wie möglich werden, setzt ihr hier eine Wasserwaage ein. Wenn ihr nun die Wanne einsetzt, könnt ihr ganz leicht überprüfen, ob das Becken in der Breite in Waage liegt. Und durch den Einsatz einer Richtlatte lässt sich die Waagerechte auch in der Länge ermitteln. Hierbei solltet ihr die Richtlatte allerdings hochkant aufstellen, da sie sonst durchhängen könnte. Wenn die Libelle an der Wasserwaage in der Mitte schwebt, habt ihr alles richtig gemacht und ihr könnt weitermachen.
Wir füllen das Becken jetzt zu ein Drittel mit Wasser, damit es sich schon mal setzen kann und gleich nicht seitlich durch den Sand eingedrückt wird. Die Zwischenräume zwischen Becken und Erdreich hinterfüllen wir ebenfalls mit Sand. Lasst ihn rundherum schön gleichmäßig einfließen, nicht zu schnell, damit nicht so viel daneben geht. Und den Rest verteilen wir dann einfach mit der Schaufel. Die Sandschicht wird nur richtig stabil, wenn ihr sie mit Wasser einschlemmt. Das hat die Folge, dass der Sand zu einer dichten Masse wird und später nicht zu einer Seite absacken kann. Geht schön gleichmäßig mit dem Schlauch um das Becken herum und arbeitet hier sorgfältig, denn die Festigkeit der Sandschicht ist entscheidend für die spätere Stabilität eures Teichs. Im Anschluss könnt ihr das nächste Drittel des Beckens mit Wasser befüllen. Auf jeden Fall so viel, dass ihr ca. 5 cm über die Höhe des Sandes kommt. Dann wird der Sand bis oben gefüllt und erneut eingeschleppt. Die Teichpumpe, die stellt das Herzstück eures Teiches dar. Denn sie sorgt dafür, dass das Wasser umgewälzt wird und sauber bleibt. Wir nutzen ein Teichpumpenfiltersystem, also Pumpe und Filter in einem Produkt kombiniert. Hier seht ihr, wie der Filter von innen aussieht. Durch den großen grauen Bereich fließt das Wasser und in den schwarzen Kästen sind Steinchen, die das Wasser filtern können. Wir bauen jetzt die Pumpe zusammen. Am besten schaut ihr vorab in die Anleitung, denn jedes System funktioniert ein wenig anders. Welche Pumpe für euren Teich die richtige ist, hängt von der Teichgröße und dem Einsatzzweck der Pumpe ab. Diese oder auch andere Fragen zum Projekt könnt ihr in einem kostenlosen Termin mit dem Gartenplaner oder einem Berater in der HeOBi-App klären. Wir positionieren die Pumpe an der tiefsten Stelle des Teichs. Damit wir später aber auch noch an sie herankommen, stellen wir sie auf eine kleine Erhöhung. Idealerweise solltet ihr sie gegenüber eines möglichen Wasserspiels versenken, um genügend Zirkulation zu erzeugen. Die Kabel haben wir erstmal provisorisch über den Rasen gelegt, aber am besten verlegt ihr einen Kabelkanal oder versenkt die Kabel in einer Kiesspur. Befüllt jetzt den Teich so weit, bis die Pumpe vollständig mit Wasser bedeckt ist und startet sie erst am Ende. In der Zwischenzeit widmen wir uns der Sumpfzone. Zunächst schütten wir die Fläche rund um den Teich mit dem zuvor ausgehobenen Mutterboden auf. Verteilt die Erde gleichmäßig und legt einen breiten Rand rund um das Becken, um so die Grundlage für das spätere Beet zu schaffen. Zur Gestaltung des Teichs eignen sich Kalksteine und Split besonders gut. Wir haben zwei verschiedene Größen besorgt und befreien das Material erstmal von Staub und Schmutz. Dazu waschen wir die Steine in der Schubkarre und können bequem das Wasser abgießen. Rund um das Teichbecken verteilen wir jetzt die ersten Sumpfpflanzen und verschaffen uns damit einen Überblick. Zum Einpflanzen nehmen wir sie vorsichtig aus dem Topf und setzen sie mit etwas Teicherde an den Rand des Beckens. Von beiden Seiten werden die Pflanzen dann mit den Steinen stabilisiert und mit dem Split könnt ihr die Lücken schließen und den Pflanzen so eine dichte Grundlage zum Wachsen verschaffen. Am oberen Rand dient das Material außerdem als Kapillarsperre. Diese verhindert, dass Teichwasser vom umliegenden Erdreich oder Wurzeln aus dem Becken gesogen werden. Und auf diese Art gestaltet ihr nach und nach euren Teich so, wie es euch gefällt. Sobald der untere Teil der Sumpfzone bepflanzt ist, füllen wir erneut Wasser nach. Bedenkt bitte, dass nicht jedes Leitungswasser für die Befüllung geeignet ist. Am besten nehmt ihr Regenwasser oder eine Mischung aus Leitungs- und Regenwasser. Für den Teichrand verwenden wir Rindenmulch. Das ist nicht nur unkrauthemmend, sondern gefällt auch den Mikroorganismen im Boden. Wie breit ihr den Mulch verteilen wollt, das ist euch überlassen. Die Proportionen sollten aber zu eurer Teichgröße passen. Anschließend bepflanzen wir noch die Flachwasserzone und später noch die Tiefwasserzone. Um euch die Arbeit zu erleichtern, setzt ihr die Pflanzen in solche Pflanzkörbe. Legt die Körbe mit Jutebeutel aus, dann etwas Teicherde dazu und natürlich die Pflanze. In diesem Fall ist das eine Equisetum oder auch Schachtelhalm genannt. Zum Schluss mit Erde auffüllen und den Pflanzsack schließen. Vorm Einsetzen noch mit Split beschweren und den fertigen Pflanzkorb, den stellt ihr dann in die Flachwasserzone. Den Rand dekorieren wir jetzt noch weiter mit Kalksplit. Hier spielt natürlich der eigene Geschmack die größte Rolle. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und dann heißt es Pumpe an und Wassermarsch. Und wie ihr euren Teich jetzt noch um einen leise plätschernden Bachlauf erweitern könnt, haben wir euch unter diesem Video ebenfalls verlinkt. Wir freuen uns aber jetzt erstmal über unseren neuen Teich und wünschen euch viel Erfolg beim Nachbauen. Und wenn ihr weitere Inspirationen rund um euren Garten sucht,
dann schaut doch gerne mal auf unserem Kanal vorbei. Einfach abonnieren und bei Fragen kommentieren. Alles machbar mit Obi.